Herzlich willkommen zu AfD persönlich. Bei mir heute zu Gast im Studio Rüdiger Lukassen. Herzlich willkommen. Dankeschön, Frau Klaus. Ja, schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, hier heute ins Studio. Wir sind ja jetzt kurz vor dem Wahlkampf, eine anstrengende Zeit. Freuen Sie sich drauf? Ja, ich freue mich drauf. Es ist auf jeden Fall mal etwas anders und erfolgsabhängig. Und deswegen kann man sich schön engagieren. Was haben Sie da so geplant? Naja, ich bin nun auch Landessprecher unseres Landesverbandes in NRW. Und wir haben ein ganzes Programm von Kandidatentouren über Großveranstaltungen, Flyeraktionen und natürlich auch, wenn es geht, Podiumsdiskussionen geplant. Nun ist NRW sicherlich nicht das leichteste Pflaster für die AfD. Wie ist da Ihr Gefühl, wenn Sie zu den Leuten am Stand auf die zugehen? Was kommt da zurück? Also wir haben sehr, sehr, oder ich möchte es mal anders sagen, das Bundesland Nordrhein-Westfalen ist ja von vornherein einmal sehr heterogen, nicht? Also das Ruhrgebiet mit den Großstädten, dann der landschaftliche Charakter mehr in nach Niederrhein geprägt oder die Eifel geprägt oder Ostwestfalen, und man hat dort überall verschiedene Landsmannschaften. So, da kann man den Unterschied sagen: Auf dem Lande braucht es etwas mehr oder etwas länger, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. In den Städtenregionen ist das immer sofort da. Aber natürlich auch manchmal mit einer gewissen Abwehrhaltung. Aber man kommt in Kontakt. Und wichtig ist für uns, AfD muss präsent sein. AfD muss überall vertreten sein. Unser Logo, die blaue Farbe, muss überall zu sehen sein. Das ist die Maxime. Nun sind Sie ja schon seit mehreren Jahren im Bundestag. Und ich glaube, kaum ein Abgeordneter wird so sehr mit seinem Fachbereich in Verbindung gebracht wie Sie. Sehen Sie das auch so? Das kann sein. Es ist für mich natürlich relativ einfach, Verteidigungspolitiker zu sein, weil das mein ganzes Leben bestimmt hat. Darauf wollten Sie ja hinaus. Ja, dass ich sehr lange bei der Bundeswehr gewesen bin, aber auch noch eine eigene Firma 11 Jahre lang gehabt habe, die sich mit den Verteidigungsaufgaben beschäftigt hat. Und insofern jetzt ja 48 Berufsjahre im Bereich Verteidigung zu bringen. Ja. Sie sind bekannt als der Verteidigungspolitiker der AfD. Wir haben ja nun eine Verteidigungsministergarde hinter uns, die alle nicht besonders positiv für die Bundeswehr waren. Würden Sie das besser machen? Also ich würde es auf jeden Fall besser machen. Weil eine Grundvoraussetzung hat bei allen diesen CDU-Verteidigungsministern gefehlt und natürlich auch bei den Frauen, die jetzt in den letzten 8 Jahren schon die Partei, die unsere Bundeswehr führen, nämlich ein Gesamtverständnis für das, was Militär ist. Und das ist eben ein Unterschied zu jeder anderen Organisationsform. Und insofern, weil ich es verstehe, würde ich es besser machen. Bei der Bundeswehr sind ja auch bestimmte Tugenden ganz besonders wichtig. Haben Sie die mit in den Bundestag genommen? Ich bin zwar der Auffassung, dass ich es nicht getan habe, aber wenn ich dann so manchmal die Rückmeldung bekomme, bis hin zu Bezeichnungen wie der herrische Oberst, dann sage ich mir, ich finde es eigentlich positiv. Dann ist es wohl so. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich andere Menschen bestimmen möchte oder sonst was. Sondern für mich ist es, zumal ich auch noch Norddeutscher bin, liegt es einfach an der Knappheit der Sprache. Ich kann langes Geschwalle nicht ab. Und das ist in der Politik nun mal anders. Also insofern kann das so sein, ja. Nun sind Sie ja in der AfD Landesvorsitzender, Spitzenkandidat. Aber wie sind Sie denn überhaupt zur AfD gekommen? Ja, ich war nie in einer Partei gewesen, nie politisch insofern aktiv tätig gewesen, als dass ich Mandat oder ein Amt inne gehabt habe. Aber wie viele unserer Parteifreunde hat auch mich die Entwicklung in Deutschland ja betroffen gemacht, sehr, sehr betroffen gemacht. Und da ich nur etwas lebensälter bin, kann ich auch schon auf einige Jahrzehnte zurückblicken. Ich habe die ganzen 50er, 60er Jahre als Schulkind mehr oder weniger wohlbehütet erlebt in einem Deutschland, das nach vorne geblickt hat, das so politisch geführt wurde, dass es den Menschen Zuversicht geben konnte,
Ich selbst habe davon profitiert, sei es eine gute Schulbildung, sei es einen guten akademischen Abschluss, Ausbildung in der Bundeswehr als Pilot und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass das mit Füßen getreten wird durch die Regierung, vor allem die CDU-Regierung der letzten 16 Jahren, mit Füßen getreten wird, Schindluder getrieben wird. Und da habe ich gesagt, meine Energie, die ich noch verspüre, die möchte ich jetzt aufbringen, diesem Land etwas zurückzugeben. Und da kam nur die AfD in Frage. Die neue Legislaturperiode steht an, die 20. Was sind denn Ihre persönlichen Ziele für die nächsten Jahre? Also sie sind zweigeteilt. Das eine ist natürlich das politische Ziel für Deutschland und das andere ist das innerparteiliche. Aber beides ist nicht voneinander zu trennen. Wir können unsere politischen Ziele, Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, nur erreichen, wenn wir eine Partei haben, die funktioniert. Und sie funktioniert noch nicht so, wie es optimal sein könnte, um diese politischen Ziele umzusetzen. Das sind die beiden Wege. Das heißt also, innerparteilich zu strukturieren, auch zu zeigen, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen können. Und insofern ist das beides gegenseitig voneinander abhängig. Wenn wir Erfolg haben in unseren politischen Zielen, ist auch die Partei automatisch vereinter. Immer sich nur hinzustellen und sagen, Geschlossenheit, 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 ist mir zu wenig. Es müssen Taten folgen. Und das andere ist, innerhalb der Partei dafür zu sorgen, dass diejenigen, die sich eigentlich mehr mit Stören beschäftigen, dass die ein bisschen beiseite geschoben werden. Und dann ist die Partei auch wiederum kräftiger, um die politischen Ziele zu verfolgen. Also das gehört zusammen. Und dafür möchte ich nicht alleine sorgen, aber wesentlich mit beitragen. Nun sind Sie ja nicht nur Politiker, sondern auch Mensch. Hoffe ich. Was machen Sie denn nach so einer langen Sitzungswoche wie jetzt, wenn Sie nach Hause kommen, um so richtig mal abzuschalten? Also mein Abschalten sieht ein bisschen anders aus. Wenn ich die letzten Wochen nehme, so war jedes Wochenende dadurch bestimmt, in Nordrhein-Westfalen in meinem Landesverband zu sein, Aufstellungsversammlungen, Kreissprecherparteitage, Kreise zu besuchen und. Bei mir ist es also so, dass ich nicht nach einer Sitzungswoche nach Hause fahre und habe dann Wochenende, sondern ich mache mehrere Wochen und dann versuche ich mal 4, 5 Tage auf halb zu machen und meine Frau zu besuchen und unserem gemeinsamen Hobby nachzugehen, das meine Frau und ich haben, und das ist der Tierschutz. Oh, Wie engagieren Sie sich da? Ja, wir haben einen Gnadenhof in der Eifel, den wir mit unterstützen, und eine Tierauffangstation in Südspanien. Da ist meine Frau vor Ort und da sind zurzeit ungefähr 200 Hunde und 250 Katzen. Und die zu betreuen, sie zu vermitteln, das machen wir natürlich nicht alleine, das würde gar nicht gehen. Aber auch dort leisten wir, ich glaube, auch einen wesentlichen Beitrag, auch finanziell. Das ist unser Hobby schon seit, es ist eine Passion seit vielen Jahren und das ist ein großer Teil meiner Freizeit. Da wünsche ich Ihnen nicht nur dafür viel Glück, sondern vor allem auch für die Wahl. Danke, dass Sie hier waren, das hat mich gefreut. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.